Servus Mike, grüß dich. Hallo liebe Zuschauer, willkommen zum Salongespräch. Genau, Thomas, wie immer an der Stelle, sei herzlich willkommen und ein herzliches Willkommen an alle Zuschauer. Ihr Lieben, nur als Info, immer am Anfang des Videos, unter dem Video die Beschreibung, da klickt ihr auf Mehr nach den ersten Sätzen oder den ersten Teil der Beschreibung und da klappt dann die ganze Beschreibung auf und da findet ihr die Kontaktmöglichkeit zum Salongespräch live, falls ihr einen Veranstaltungsort und einen Termin vielleicht habt, uns den vorschlagen zu können und auch der Verweis zum Buch von Mike, Illusion, Spielzeug der Wahrheit. Wir wollen das immer wieder sagen, weil viele Leute wissen es einfach gar nicht mit diesem Mehr aufklappen, dass dann da noch viel mehr steht, als man vermuten könnte. Ja, das war's schon an Ja, lass mich Info. vielleicht noch mal Bitte. ergänzen. Ja, so immer mal wieder zwischendurch für die neuen Zuschauer, weil die haben wir glücklicherweise. Es kommen ja Ja. immer wieder welche dazu. Seid so lieb, wenn euch das Salongespräch gefällt. Nur dann natürlich wäre es super, wenn ihr ein Like da lasst. Und wenn ihr dann auch Möglichkeit habt zum Teilen, das hilft, die Sache zu beschleunigen, dass mehr Menschen Anteil nehmen an dem, was wir hier gemeinsam tun. Und Klar voraus. abonnieren. Wie bitte? Abonnieren, wenn es geht. Und Wenn es abonnieren, gefällt. ja, genau. Und genau, der entscheidende Punkt ist eben nur dann, wenn es auch gefällt, ist hier keine Forderung, ja, ganz im Genau, Gegenteil. das ist mir auch wichtig, dass man nicht blind irgendwo auf Abo, Abo, Abo drückt. Das sind dann eher, ja, sinnlos. Lass uns in dem Sinne starten, Ja, Thomas. bitte. Ja, Mike, die Woche hat ja am Montag hammerhart begonnen mit der Haushaltssperre, beziehungsweise in der Vorwoche schon mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, dass der Haushalt illegal ist, rechtswidrig, nichtig, alles weg, 60 Milliarden am Anfang, jetzt sind schon 260 Milliarden, weil dieser 200 Milliarden Wirtschaftsfonds auch davon betroffen ist. Jetzt war am Montag die Haushaltssperre vom Lindner. Was heißt das eigentlich? Habe ich auch nicht ganz genau geblickt. Also so vom Grundsatz kann man sagen, es werden keine neuen Verträge mehr und keine neuen Aufträge mehr vergeben, nur nach Genehmigung einzeln des Bundesfinanzministers oder des Ministeriums. Alle bestehenden Verpflichtungen werden weiter natürlich bedient, aber es wird jetzt nicht, also es schließt, glaube ich, auch Bauaufträge und Arbeitsverträge und so weiter ein. Was natürlich Fragen aufwirft, ist, Sie gehen noch essen. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Senat war, der dann auch entschieden hat vom Bundesverfassungsgericht, wer da jetzt alles dabei war bei dem Essen mit der Bundesregierung, wird ja offiziell bekannt gegeben, so also als ganz normal. Eigentlich ist ja das Bundesverfassungsgericht ein Kontrollorgan, da sollten die eigentlich eher ein bisschen Distanz haben. Aber gut, so ist es nun mal. Jetzt ist das große Hauen und Stechen. Keiner weiß, wo das Geld herkommen soll. Es wird über Notstand diskutiert, den man dann nochmal schnell erfindet für das Jahr 2023, um doch diese Kredite wieder möglich zu machen, sozusagen. Weil es geht im Grunde darum, gerade bei den 200 Milliarden für Wirtschaftsfonds, da sind die ganzen Subventionen drin für Wärmepumpe, für Strom, Gaspreisbremse und so weiter. Und wenn die nicht kommen, dann darf der deutsche Michel halt richtig in die Tasche. Das darf er zwar so, weil das, die 200 Milliarden sind ja auch auf seine Kappe der Kredit. Also so oder so sind wir immer diejenigen, die hier zur Kasse gebeten werden. Aber es bleibt dann doch ein Nachgeschmack und ziemlich starker sogar, dass man irgendwie nicht wirklich glauben will, dass das alles Zufall ist, ist es ja auch nicht. Ja? Wie hast du das betrachtet und wahrgenommen? Also, lass uns doch mal die Dinge so betrachten, dass wir davon ausgehen. Und für unsere neuen Zuschauer vielleicht, die da noch nicht so im Thema sind, wir behaupten ja beide, dass wir einen Film sehen, ne? Genau. Und wir behaupten auch beide, dass die Dinge, die hier geschehen, sowohl von einer positiven Seite im Hintergrund effizient umgesetzt werden, sodass wir nicht genau wissen, ist es wirklich die gute oder die negative Seite, die hier noch am Spiel ist. Da beide ja im letzten Ziel das gleiche verfolgen von der Basis, dass das System zerbrechen soll und dass etwas Neues entstehen soll. Die eine Seite will das für die Negativität nutzen, uns wieder in eine
Illusionswelt zu führen, wo wir glauben, alles ist schön und wir sind trotzdem wieder im Hamsterrad mhm. irgendwann. Und die andere Seite will das eben nicht. Die will Freiheit. Davon gehen wir doch aus. Und wir beide wissen immer noch nicht genau, wo ist jetzt das Spiel, in welchen Zügeln, an welcher Stelle hängt wer noch, hat die Zügel in der Hand oder ist der Marionettenspieler mhm. von oben. Mhm. Und da passt das, was du jetzt gerade hier erwähnst, doch wunderbar rein. Du hast ja gerade selber gesagt, dass die Distanz zwischen der Regierung und anderen Organen, Staatsorganen, wie zum Beispiel das Gericht, eigentlich voneinander getrennt sein sollten und nicht ineinander eingreifen, sich kennen, persönlich mhm. miteinander im Austausch. Mhm. Und das ist ja bekanntermaßen nicht der Fall, sondern die sind alle miteinander bekannt. Ganz offiziell. Mhm. Mauscheln miteinander. Also es ist zu 99,9% sicher, dass das Verfassungsgericht dieses Urteil gefällt hat mit dem Wissen derer, die daran beteiligt waren, dass überhaupt es nötig war, ein Urteil zu fällen. Das gehört also wieder zu dem Szenario. Mhm, sehe ich jetzt, ganz genauso, ja. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Wenn man jetzt weiter mal spekuliert, was passiert jetzt in dem Status, in dem wir jetzt sind? Was kann die jetzige Regierung jetzt noch machen, wenn sie nicht zurücktritt, wovon ich ausgehe? Dass sie nicht zurücktritt, ja. Wovon ich mhm. ausgehe, aber mhm. wie gesagt, das ist nur meine Einschätzung. Kann auch anders kommen, aber ich glaube, sie wird nicht zurücktreten. Und wenn die Regierung nicht zurücktritt, wird sie ja weiter agieren, was sie ja tut. Und jetzt passieren doch schon Maßnahmen, wo Kürzungen im Haushalt definitiv stattfinden. Gleichzeitig ist die Rede davon, dass man jetzt den Steuerzahler noch mehr belasten muss. Nächstes Jahr, genau. Also nicht entlasten, sondern belasten. Also das, was ursprünglich mal als Entlastung gedacht war für bestimmte Maßnahmen, diesen Irrsinn mit den Wärmepumpen zum Beispiel oder einen Zuschuss für die Energiekosten, das soll ja mehr oder weniger jetzt unter den Tisch fallen. Obwohl das ja auch schon alles Irrsinn ist, weil wir wissen ja, warum wir eine Energiekrise haben durch diese Regierung. Und wir wissen auch, dass Wärmepumpen kompletter Schwachsinn ist. Und dass die Investitionskosten, die getätigt werden, um diese neuen Gesetzgebung zu erfüllen, Menschen weiter in die Armut stoßen, aber keinen Vorteil bringen, weil der ganze CO2-Kram Unsinn ist. Wenn man das alles addiert, haben sie doch jetzt den Spielball bekommen, die Menschen noch mehr zu beuteln. Mhm. Scheinbar kriegen sie jetzt ihre Agenda nicht durch, aber das machen sie einfach 2-3 Jahre später. Jetzt können sie doch erstmal die Menschen weiter beuteln und es gibt noch mehr Negativität für die Bevölkerung. Mhm, mhm. Schlechte Zukunftsaussichten, ja, das wird nicht besser, das wird noch schlimmer, das wird noch erzählt. Mehr bezahlen. Ja, ja, so, ja. Wenn du jetzt weiterschaust, und das machen wir ja immer wieder in unseren Salongesprächen, was ist denn die ganze Zeit passiert? Die deutsche Wirtschaft ist doch seit Merkel kontinuierlich abgebaut worden. Diese 16 Jahre Merkel war der Plan schon dort, die deutsche Wirtschaft mehr und mehr in den Ruin zu stürzen. Diese jetzige Ampelregierung, ja, dieses sogenannte Narrenschiff, steuert doch weiter direkt auf den Untergang zu. Das ist doch abzusehen, dass alles, was sie da machen, nur zu weiteren Verschuldungen führt und zu weiteren Belastungen der Steuerzahler. Aber gleichzeitig wandern doch Unternehmen ab. Die Einnahmenseite geht auch runter, genau. Ja. Warum wandern denn die Unternehmen ab? Weil sie nicht mehr wettbewerbsfähig sind in Deutschland, weil sie nicht mehr die Kosten tragen können? Ja, einmal das und weil doch hier ganz offiziell diese Gesetzgebung auch Vorschriften hat. Ja. Für die Unternehmen, dass sie das und das tun und das nicht mehr tun. Und das alles richtig Geld kostet. So wie den Irrsinn mit den Batterieautos. Und die Konkurrenten haben das nicht. Anderen Ländern dieses Problem, ja. Und du siehst doch, dass hier in Deutschland, nicht nur in Deutschland, auch weltweit, aber auch in Deutschland, der Boom mit dem Elektroauto schon längst vorbei ist. Es war nie einer. Es war nie einer, aber er ist schon längst vorbei, ja. Auch im Mainstream. Ja, richtig. Also das, was der Mainstream uns erzählt hat, da ist ein extremer Boom, das ist nicht wahr.
Und jetzt fangen sie schon selber an, im Mainstream zu erklären, das Unternehmen geht pleite, das Unternehmen geht pleite. Wandern ab, ja. Ja, und die Menschen kaufen keine Elektroautos. Die sie gekauft haben, haben verstanden, dass sie da Müll gekauft haben und kaufen keine mehr. Mhm. Und die anderen haben das schon vorher verstanden, haben gar nicht erst angefangen, Elektroautos zu kaufen. Darf ich dir ganz kurz, nur um das zu unterfüttern, Ford hat jetzt zum Beispiel gesagt, in den USA, wir lassen das ganz weg oder weitgehend weg, wir bauen keinen Berg, wurde abgesagt, Milliardeninvestitionen für Elektromobilität. Nur um das nochmal auch, und der größte chinesische Autoexporteur, Chery heißt der, glaube ich, oder Chery, die haben jetzt angekündigt, dass sie auf den europäischen Markt wollen, nur mit Verbrennern. Ah, siehst du? Also die ignorieren, dass 2030 eigentlich gar keine Verbrenner mehr gebaut werden dürfen in Europa oder verkauft, weil sie ahnen oder schon meinen zu glauben, dass das eh nicht kommt und dann an einem guten Startposition sind, weil die Deutschen sich ja langsam aus dem Verbrennergeschäft und Entwicklung zurückziehen. Sehr gut. So, alles Dinge, die du jetzt gesagt hast, die untermauern das. Genau, deswegen, ja. Ich kannte diese Geschichte nicht. Aber ich will noch auf den höheren Aspekt weiter drauf zusteuern. Und zwar, was geschieht zum Beispiel in Deutschland, wenn es heißt, wir müssen uns jetzt höher verschulden? Immer wieder kommt diese, sagen wir mal, Diskrepanz auf, dass die Menschen sich darüber keine Gedanken machen. Das heißt, wir müssen uns verschulden. Richtig, ja, fällt mir auch auf. Wo sind wir verschuldet? Bei wem? Von wem kriegen wir Geld? Von der Zentralbank. Wer gibt uns Geld? Ja. Und wer ist die Zentralbank? Wo haben die Zentralbanker das Geld her? Wird auf die Maustaste gedrückt. Ja. Genau. Und wenn es Bargeld braucht, dann wird die Druckermaschine angeschmissen. Genau. So, und wo ist die Wertigkeit dieses Geldes? Wie ist dieses Geld untermauert? Es steht ihm nichts gegenüber. Verstehst du? Das ist alles eine Luftgeschichte. Ja, wenn man das verstanden hat. Wenn man aber an der Stelle schon ausschaltet, als Bewohner eines Landes, der Steuern zahlt, und da schon ausschaltet und sich selber nicht fragt, okay, der Staat nimmt jetzt nochmal so und so viel Milliarden Schulden auf. Aha. Und dann war es das. Kann halt ja, sehen. Aber das ist auch die Gewöhnung. Die Leute sind seit Jahrzehnten. Ja, natürlich. Ja. Ich will jetzt nicht den einzelnen Menschen hier diskreditieren, weil er das eine oder andere nicht versteht. Da muss jeder selber mit seiner Bewusstheit klarkommen. Das ist die Souveränität, die jeder von uns braucht. Wir regen ja in unseren Gesprächen nur an, dass man darüber nachdenkt. Wir beide wissen doch mit der Zeit, dass die Zentralbanken der Welt von denen gesteuert wird, die uns kontrollieren. Ja, und die uns kontrollieren, die sehen wir nicht. Die gewählt werden, haben nichts zu sagen. Und die nicht gewählt werden, sind die letztlich diejenigen sind, die was zu sagen haben. Die sehen wir nicht. In der obersten Liga der offiziellen Wahrnehmung, die wir sehen, die uns auch im Mainstream dargestellt wird, sehen wir irgendwelche Konzernbosse, Lobbyisten. Mhm. Wo stecken die Lobbyisten in Europa? Wo sind die Büros der Lobbyisten? In Hauptstädten, bei den Regierungen. Ja, hauptsächlich da, wo die Europäische Union sitzt. Ja, natürlich, Brüssel, ja klar, da sitzen sie alle, ja. Da wurde schon vor Jahren im Fernsehen gezeigt, wie die sogenannten Staatsvertreter, die ja keine sind, sind ja nur Abgeordnete, aber keine Staatsvertreter, in dem Sinne, die vertreten uns ja nicht, dass die da in diese, die Brüsseler Landtage oder was auch immer, wo sie da ihre Konferenzen halten. Die EU-Zentrale, ja. Wie immer das der genaue Wortlaut ist, genau. Mhm. Die spazieren da rein, holen sich ihr Ticket ab, gehen dann zur Kasse, lassen sich das Geld auszahlen, gehen ins Hotel, noch ein bisschen einkaufen und fliegen wieder zurück. Bisschen Escort-Service für das Sitzungsgeld. Kriegen sie Besuch von den und den Lobbyisten, der sagt dir das und das machst du, dann kriegst du noch ein bisschen Geld an der Seite und das war's. Und das haben sie offiziell im Fernsehen gezeigt, schon vor Jahren. Da hat der Michel hingeguckt und hat gesagt, oh, guck mal, ach ja, man kann man eh nichts machen, so ist das eben. Ne? Und dann wundert er sich, dass er 10 Jahre später hier sitzt und seine Heizkosten nicht bezahlen kann. Mhm. Das ist so. Du kannst als Mensch, wenn du nicht souverän bist, dich beschweren, wie du willst. Du bist immer selbst dein eigener Glückes Schmied.
Wenn du nicht souverän wirst und die Sachen versuchst zu durchschauen, dann passiert das. Und wir beide durchschauen jetzt gerade das Banksystem. Aber das Banksystem geht noch weiter. An der obersten Stelle des Banksystems sitzt der Vatikan. Mhm. Die Vatikanbank ist die weltbeherrschende Bank. Da wird auch übrigens alles Schwarzgeld gewaschen. Diese ganzen Unternehmen wie Rotes Kreuz und dergleichen sind Schwarzgeldwäscheinstitute. Auch aus Waffen, Menschenhandel, Kinderhandel, Drogenhandel, überall läuft illegale das Gelder. Ja. Da wird umgesetzt. Da machen die ihr Geld. Hammerhart. Das ist hammerhart. Ja, das benutzen sie dann in der Wirtschaft für sich. Mhm. Und die Superreichen, die dann noch an der gleichen Stelle, sagen wir mal, in einer gewissen Ordnung unter den anderen gestellt sind, wie dem Vatikan, die machen da ihr Spielchen auch und fühlen sich pudelwohl, weil sie aus dem Vollen schöpfen können. Weil sie sich aus der christlichen Überlieferung, der Offenbarung des Johannes, wenn du da reinliest, ist das alles schon erzählt. Da ist schon gesagt, dass die größte Hure der Welt die römisch-katholische Kirche ist. Das ist in der Offenbarung mit anderen Worten erklärt, aber es ist so gesagt. Das ist die Frau im Purpur gekleidet, mit Gold übergoldet, die auf dem Pferd, auf dem Tier sitzt und es reitet. Und mit den Herrschern der Welt Unzucht treibt. Mhm. Und auf ihrer Krone ist eine Inschrift, die sagt, ich, die große Herrscherin, Babylon, die Mutter aller Huren und Gräueln der Menschheit. Wenn du die Worte jetzt mit meiner vorigen Interpretation vergleichst, dann kriegst du doch mit, dass das Sinn macht. Das Tier ist das System und das reitet sie. Sie beherrscht das System. Ja. So sind alle Glaubensinstrumente von Religion immer dafür benutzt worden, zu spalten. Alle Religionen haben in der Essenz den gleichen Gott. Aber sie werden so verkauft, dass die Religionen gegeneinander sich gegenseitig bekämpfen und anfeinden. Das ist wie mit den Völkern der Welt. Mhm. Die Könige kämpfen doch nicht gegeneinander. Die machen Unzucht miteinander. Die haben ihre Blutlinien. Da geht nicht der eine König los und kämpft gegen den anderen. Ein Staatspräsident geht auch nicht los und kämpft gegen das Land XY, gegen den Staatspräsident. Der schickt seine Mannen. Früher in dem wirklichen, sagen wir mal, alten, verwurzelten menschlichen Seins, war ein König gewählt, weil er die Menschen beschützt hat. Weil er vorangeritten ist. Weil er sich vor sie gestellt hat und den Feind attackiert hat. Und dann sind die anderen dem König hinterher. Aber nicht die Könige, von denen ich spreche, die wir aus der Geschichte kennen. Die kannst du alle genauso in die Pfeife rauchen wie unsere Präsidenten und Staatsführer. Das sind alles nur Marionetten. So, jetzt bin ich ein bisschen von dem Eigentlichen, wo ich hin wollte, abgekommen. Ja. Aber ich lasse dich gerne, wenn du an der Stelle noch was einfällt. Nee, ich wäre jetzt auch, ich weiß jetzt nicht, wo du hin wolltest, aber ich wollte nochmal zurück zu Rücktritt oder nicht, beziehungsweise Regierung. Bevor wir da hingehen, Thomas, würde ich gerne noch an dem Geldsystem, dem, was ich gerade gesagt hatte, nochmal anknüpfen. Wenn wir also jetzt in dieser Situation sind, die uns jetzt die Regierung hier vorspielt, dann ist das für mich ein Film. Weil es gibt die Verschuldung nur aus dem Grunde, weil sie wieder Dinge getan haben, die dazu führt, dass neue Schulden aufgenommen werden müssen. Und damit verkaufen sie den Menschen, ja, tut uns leid, wir wussten das nicht, ja, jetzt machen wir das, was das Verfassungsgericht von uns will. In anderen Worten, vergibt uns unsere Sünden, aber wir machen jetzt weiter. Das passiert doch. Naja, aber das nicht mal das passiert. Also davon wird ja gar nicht gesprochen. Naja, ich meine Mia Culpa im üblichen Sinne so, das ist eben gelaufen, können wir nicht ändern, jetzt machen wir hier weiter. Okay, das wäre... Ja, das meine ich als Sinnbild. So, und das, was Sie jetzt tun, ist das, was von vornherein geplant war. Das ist geplant. Jetzt kannst du aber wieder dich an die Front stellen und vertrittst die Seite, wo du sagst, ja, das ist von der guten Seite organisiert. Das muss so sein, man muss es den Menschen zeigen. Ja, ja. Also
wie viel Elend muss die Menschheit noch ertragen? Um aufzustehen, ja. Und auch wir Deutschen, ja. Nicht nur die Menschheit, sondern mhm. auch wir. Was hier geschieht. Um das mit deutlichen, klaren Augen zu sehen, muss man aber souverän werden. Man muss in sich selber sagen, ich bin mein eigener Herr. Ich durchschaue jetzt langsam die Sachen und ich kümmere mich auch um die Sachen. Die Politik in die Vorderreihe zu stellen und über die Politik zu schimpfen, ist doch ein ganz einfacher Satz zum Beispiel, der das aussagt. Nicht der, der regiert, ist der absolut Dumme, sondern der, der sich von ihm regieren lässt. Oder wenn du dich von einem Blinden führen lässt, dann wirst du früher oder später auch abstürzen. Mhm. Da passt der Vergleich sehr gut, auch das Bild. Ja. Ist doch völlig klar. Ja. Und die Inkompetenz, die uns hier vor Augen gestellt wird, die ist doch auch offensichtlich. Für jeden normalerweise, der jetzt wirklich bereit ist, auch mal seine Augen aufzumachen, ist es kein Problem, das zu sehen. Ja. Man muss kein studierter Mensch sein, um Politik zu studieren oder andere Dinge. Da verblödest du nur. Da wirst du in dieses System rein. Genau, da kommst du in die ideologischen Theorien rein. Ja, genau. So ist es. Also zu dem Thema, gerne jetzt nochmal du mit dem Rücktritt. Ja, ich gebe dir recht. Das heißt, ich gebe dir recht. Ich kann die Ansicht auch verstehen, dass du jetzt nicht davon ausgehst, dass die jetzt in Kürze verschwinden. Es gibt ja diesen 8. Dezember, wo sie 2 Jahre im Amt sind und dann danach, wenn sie danach abtreten, dann schon Ruhegeld bekommen würden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich ein Grund sein kann. Aber egal. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, wenn das alles ein Plan ist, wo ich dir zustimme, das heißt nicht wenn, es ist in meinen Augen auch ein Plan, wo passt dann aber rein, dass die Medien langsam zickig werden und nicht mehr so ganz regierungstreu sind und teilweise sogar der öffentlich-rechtliche Rundfunk 180 Grad umschwenkt, um sich selbst zu retten oder um das, oder vielleicht ist es ein Teil des Schauspiels, sicherlich ist es ein Teil des Schauspiels, ich erkenne nur nicht den Sinn noch nicht ganz dahinter. Ja. Ich würde jetzt wieder sagen, es gibt wieder diese zwei Möglichkeiten. Solange wir noch nicht hinter die Kulissen richtig tief reinschauen können, sind wir immer noch an dem Punkt, wo wir überlegen können, was ist sinnvoll, was macht Sinn. Es macht sowohl Sinn für die Öffentlich-Rechtlichen, jetzt einen gewissen Druck aufzubauen, damit sie nicht als völlige Vollidioten dastehen, weil wenn sie schon berichten müssen, dass dieses Gericht ein Urteil gefällt hat, dann frag dich, das hätten sie ja auch vermeiden können. Sie haben es doch berichtet. Sollen sie dann im Nachhinein so tun, als wäre nichts geschehen? Damit machen sie sich doch auf der einen Seite noch unglaubwürdiger als grundsätzlich schon. Also in der Zeit jetzt, wo immer mehr Menschen anfangen, draußen auch Sachen zu hinterfragen, macht es Sinn, dass dann der eine oder andere in dem Sortiment dann mal dagegen haut gegen die Regierung und auch mal mit ein bisschen schrofferen Worten. Wenn das dann aber wieder nach ein paar Wochen im Sande verlaufen ist, dann weißt du doch, dass das nur ein Kasperletheater war. Das muss man beobachten, genau. Wie für vieles, im Rückblick dann erst. Ja. Genau. Und wenn es jetzt so ist, wie ich das behaupte, ja auch aus unseren Salongesprächen für die Zuschauer, die uns schon länger folgen, dass ich gesagt habe, der entscheidendste Punkt ist der, wo wir merken, was wirklich geschieht, wenn flächendeckend weltweit der Mainstream kippt, richtig kippt. Mhm. Und wenn immer mehr Sachen offenbart werden, viel tiefere, liebendere Dinge als die, über die wir jetzt teilweise hier sprechen, dann weißt du das. Nicht, dass das Militär kommt und auf einmal die Regierung verhaftet und dann sind noch ein Teil der Menschen und schauen verdutzt in die Welt und sagen, oh, jetzt haben sie meinen lieben Herrn so und so verhaftet. Warum denn das? Die waren doch eigentlich ganz nett. Ja, die haben ein paar Fehler gemacht, aber machen wir doch alle, oder? Verstehst du, was ich meine? Köstlich. Ja, das ist eigentlich ein guter Indikator, dieses weltweite Kippen, was noch nicht passiert ist. Nein, ja, wir merken... Aber es rüttelt, also es rüttelt, die Wippe ja, wackelt schon ein bisschen. Es wackelt und rüttelt ja schon die ganze Zeit. Der entscheidendste Punkt, der für mich immer wieder dahin läuft, dass ich positiv geeicht bin, ja, in der Sache, die uns hier erwartet,
ist, dass bei all diesem Irrsinn, der da geschieht, bei diesem Schauspiel zu viele Menschen weiterhin wachgerüttelt werden. Ja, das ist auch wirklich ein Merkmal, da kann niemand widersprechen. Das kann unmöglich, hat man jetzt schon oft genug, aber ich wiederhole es trotzdem noch mal einmal gerne, unmöglich im Sinne der Bösewichte oder im Interesse der Bösewichte sein. Nein, ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass man da auch noch mal drüber nachdenkt, immer mal wieder ins Gedächtnis ruft, wenn dieser Impfkampagne dafür gedacht war, Menschen zu reduzieren, wovon ich ausgehe, dass das durchaus der Fall ist, dann mache ich das doch mit den Menschen, die ich nicht haben will. Und die Menschen, die ich haben will, die mache ich nicht krank, oder? Die ich doch nicht. Mhm. Die mache ich vielleicht krank, halte sie im Dauerkrankheitsspektrum. Oder ja. Aber ich dezimiere sie als, nicht. Auch als Kunden der Pharma, ja. Und mache dann wieder noch mehr Menschen wach. Und genau das ist der Punkt. Da muss man drauf immer wieder zurückgreifen und sich fragen, macht das Sinn? Macht das Sinn, auf die zu gehen, die sowieso im Schlafmodus sind? Alles mitmachen. Ja, die kann ich auch dezimieren, wenn sie mir zu viel in dieser Welt sind. Klar. Aber gleichzeitig habe ich doch die noch an der Backe, die immer wacher werden. Ja, und ich züchte mir immer mehr heran. Genau. Das ist doch das, was du nicht willst. Du willst doch, dass die Menschen gerade aus der Gruppierung verschwinden. Und so ist das jetzt hier die ganze Zeit. Meiner Meinung nach ist das auch wieder ein ganz klarer Fundament an Unterstützung, wo wir sehen, dass wir in einem Schauspiel sind. Mhm. So dumm, wie die Politiker sich geben, können sie nicht sein. Und das ist pure Dummheit. Wir haben einen Kinderbuchautor, der von Wirtschaft so viel Ahnung hat, weiß ich nicht, wie ein kleines Kind vom Astronautentum. Da ist nichts da. Da ist wirklich nichts da. Da ist nichts. Nee. Und wir haben einen Scholz, der vergesslich ist und aus kriminell wundersamen Gründen auf einmal 70.000 E-Mails verschwinden lässt. Ach, ich weiß nicht, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ach, ist ja nicht so schlimm. Haben Sie das und das gemacht? Ach, ich weiß nicht mehr. Und dann sagt der Richter, nein, dann gehen Sie nach Hause. Ja, dann war es das für heute. Und für ja, wir brauchen auch nicht wiederkommen, genau. Wenn Sie sich nicht erinnern können. Ja. Rufen Sie uns an, wenn Sie sich erinnern können, ansonsten machen wir nochmal einen Termin. Guten Tag und guten Weg. Ja. Sonst wunderbar. Naja. Ja. Das ist doch ein Film. Ja. Ja, aber das ist schon, also das möchte ich nur noch, ich will jetzt nicht ins Klein-Klein, aber dass er damit noch so locker durchkommt, ja. Dass es da noch nicht, weil das wäre schon auch ein Empörungsgrund, ja, hammerhart in verschiedenen Bereichen zu sagen, da kann ich mich nicht erinnern, weiß ich jetzt nicht mehr, Termine da, ob ich den jemals getroffen habe, keine Ahnung, und so weiter. Also das wäre vielleicht auch ein Indikator, wenn der Mainstream hier dann zubeißt und sagt, nee, das kann jetzt einfach irgendwie alles nicht mehr sein, zum Beispiel, ja, aber ich finde es schon wirklich hammerhart, oder auch diese Begründung, ja, das können wir nicht rausgeben, die Informationen, weil das die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdet. Ja, ich meine, da können wir gleich sagen, ja, wir wollen uns gar nichts mehr erzählen. Aber da bist du doch schon bei der Grundlage dieses Irrsinns schlechthin. Ja. Die Menschheit hat doch mitgespielt. Ja, ja, wir ja auch, also ich zumindest kann für mich sprechen, ja. Ja, einfach Dinge zu verschließen für 100 Jahre. Da genau. Sagen die, ja, das ist der Verschluss. Nach 100 Jahren dürft ihr reingucken. Da lebst du zwar nicht mehr, aber da darfst du reingucken. Deine Kinder wissen nichts davon, darum gucken sie nicht rein und du bist gar nicht mehr da, also 100 Jahre. Super, Mike, wunderbar. Also NSU, Kriegsverbrechen, also Geschichten, nicht Geschichten, sondern Akten aus dem Zweiten Weltkrieg, Hessflug zum Beispiel, wo England sagt, nee, wir verlängern einfach ohne Open End. Das hört nicht auf, wir lassen das verschlossen. Ja, ja? Der Vatikan, der vollgestopft ja. ist mit altem Wissen. Bibliothek von Wissensschatz unermesslich, da darfst du nicht reingucken. Die Federal Reserve, Fort Knox, da wo angeblich das Gold gelagert ist. Haben sie oft gefordert, lasst uns mal reingucken. Ja, haben sie eine Kammer gezeigt. Kann das irgendwo gewesen sein. Und diese eine Kammer ist auch egal. Das sind nur 10% von dem, was sie eigentlich zeigen müssten. Sagen sie, ja, aber wir sind nett, wir zeigen euch 10%. Wahrscheinlich ist auch mehr gar nicht da. Ja, 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 ja.
nie da gewesen. Mhm. Ja. So, also du siehst das doch die ganze Zeit so. Hier in Deutschland gibt es die Kanzlerakte. Mhm. Die Kanzlerakte, darüber wurde auch im Mainstream öfter mal gesprochen, dass der Kanzler in die USA fliegt. Dass es die gibt. Warte ganz kurz, ich muss mal das Fenster schließen. Ja, das sind die fleißigen Handwerker. Ja. Da sind wieder fleißige Menschen. Da wollen wir uns mal nicht beschweren, ja, wenn jemand noch fleißig am Arbeiten. Das ist okay. So. Ja, liebe Zuschauer, wir schneiden ja nicht, wie ihr wisst. Nein. Das ist alles hier direkt auf wir Band sind quasi. Live, ja. Bleiben genau. Bei der Ehrlichkeit so gut wir können. So, also das ist auch im Mainstream erwähnt, zwischendurch immer die Kanzlerakte, wieder, ja. Dass der Bundeskanzler zum amerikanischen Präsidenten davor sprechen muss. Antreten muss, ja. Wer fragt, was ist die Kanzlerakte? Was steht da drin? Was heißt das? Was muss er da unterschreiben? Mhm. Zum Beispiel. Und welche Anforderungen werden da an ihn gestellt? Und gleichzeitig erzählen sie uns, wir sind ein souveränes Land. Welches souveräne Land muss seinen Kanzler irgendein anderes Land schicken, um eine Kanzlerakte zu unterschreiben. Dass er sein Amt antreten kann. Ja. So, und wenn du jetzt weiterschaust, die USA-Präsidentin, alle wie sie da stehen, mussten alle zum Papst. Mhm. Immer. Kurz nach ihrer Antrittszeit bestimmt. Sind sie beim Papst. Gibt es von jedem Präsidenten Fotos, Besuch beim Papst? Was hatte ich vorhin gesagt? Zu Babylon, Vatikan, Babylon, der großen Hure. Mit wem treibt sie Unzucht? Mit den Königen der Welt. Ja, genau, den Staatschefs wollte ich sagen, ja. Mhm. Das ist doch genau auch. Das ist es. Mhm. Und wenn du die Dreifaltigkeit nimmst, Vatikan, City of London, Washington DC, dann hast du das doch. Mhm. Dann bist du wieder dabei, dass das alles noch früher Verschwörungstheorie war. Wird doch immer klarer. Ja. Diese drei Zentren sind Zentren der Macht. Und werden aus der spirituellen Ebene geleitet. Und das ist das Schöne und gleichzeitig Dumme, weil man den Menschen so lange indoktriniert hat, glaubt doch nicht den Schwachsinn an Spiritualität. Ja. Und teilweise lese ich Kommentare hier bei uns, wo es dann heißt, heute hat der Mike wieder zu viel Spiritualität gehabt, diesen Schwachsinn, das braucht man doch nicht. Ja, ja. Mhm. Andere sagen wieder zum Beispiel, heute war er spirituell, endlich mal wieder. Ja? So. Das ist der Punkt. Sie haben uns die Spiritualität ausgeredet als Blödsinn und haben dann auch zugelassen, dass so eine Alternativ-Spirituellen, die New Age und wie sie alle heißen, auf der Esoterikmesse, ja, dass die denn da sind und das Ganze völlig falsch interpretieren. Um das Ganze aber auch nochmal zu diskreditieren. Das ist es ja, das falsch interpretiert wird. Richtig, und das sind dann teilweise wirklich ins Lächerliche zu ziehen mit irgendwelchen Kristallen, die dir in Krebs heilen oder dabei was weiß ich. Dabei ist es das Logischste der Welt, auch im rationalen Denken, ist doch klar. Was ist denn die stärkste Kraft im Menschen, wenn er Dinge erforschen will, wenn er Dinge entwickeln will? Na, sein Geist. Mit dem Geist macht er das. Die physische Umsetzung, die kommt doch ja später. Mhm. Wenn ich der stärkste Mann der Welt bin, werde ich einen 500 Jahre alten, 130, 140 Meter hohen Baum im Regenwald ausreißen können mit meinen Händen? Sicher nicht. Aber wenn ich ein kleines Männchen bin, der genug Geist hat und baue die richtige Maschine, dann wird die Maschine das für mich erledigen. Mhm. Mhm. Also ist doch der Geist der entscheidende Punkt. Und in der Macht der Welt Regierungen ist der Geist der entscheidende Punkt. Nicht das Militär. Mhm. Mhm. Der Geist ist der entscheidende Punkt. Weil das Militär kommt ja später. Es steht einfach der Geist am Anfang, ja? Naja, auch das Militär. Dein Militär ist nur so stark, so gut deine Technik ist. Mhm. Was nutzen dir 1 Million Menschen, wenn du eine Atombombe hast? Ganz genau. Mhm. Ja, was das ist doch die Logik. Aber das haben sie uns ausgeredet, den spirituellen Aspekt. Ja. Und das ist die Dreifaltigkeit, wie wir hier auf diesem Planeten kontrolliert werden. Wenn wir es runterbrechen auf das Offensichtliche, habe ich das vorhin schon gesagt, das sind die sogenannten Lobbys, die miteinander verknüpft sind. Das siehst du, das ist rational erkennbar. Ja, ja. Und selbst das haben sie uns vor Augen gehalten, wie sie uns da verhöhnen. Beispiel, Europäische Union. Ja.
Ja. Auch Washington D.C. ist doch nichts anderes, nur ein früheres Konzept. Ja. Washington D.C. ist doch nicht die USA. Washington D.C. ist auch kein Staat der USA, ist ein eigener Staat. Ein Staat im Staat. Mhm. Und dieser Staat beherrscht alle Staaten in der USA. Und das Gleiche hatten sie ja vor mit der Europäischen Union. Die genau. sollte sich so weit im rechtlichen Sinne verflechten, dass praktisch ein vereintes Europa von dort zentral regiert wird. Die sprechen ja auch, das ist auch sprachlich, wird es ja auch kommuniziert mit Vereinigte Staaten von Europa. Genau. Ja, wo man sich dann auch gleich, aha, das soll also laufen wie in den USA, es gibt eine zentrale Bundesregierung und die Staaten sind halt die europäischen Länder. Und das ist doch offensichtlich. Ja. So, und deine Frage vorhin zum Beispiel, die Regierung zurücktritt. Nehmen wir mal an, die Regierung würde zurücktreten. Dann hättest du jetzt den Großteil der Parteien, die irgendeine Relevanz haben, müssten sagen, wir haben versagt. Wenn die jetzt also alle versagt haben, dann wäre doch logisch, dass du die bei einer Neuwahl nicht wählen kannst. Die sind doch unwählbar. Ja, also man könnte vielleicht noch vermuten, ich gebe dir grundsätzlich recht, man kann natürlich sagen, Leute, die das verbockt haben, die sind alle weg. Und jetzt kommt eine frische Mannschaft hier an den Start. Aber jetzt ganz ehrlich, wie verblödet musst du sein, wenn du glaubst, dass eine Mannschaft, die jetzt auf einmal aus heiterem Himmel da ist, vorher nicht da war, und wenn sie da war, dieses Spiel genauso mitgespielt hat, dass die sich ändert. Das heißt doch, da gehst du doch davon aus, dass noch sehr viele Menschen diesen Punkt nicht graffen und sagen, ah ja, ihr seid ja jetzt neue da, die werden das schon toll machen. Ja, aber da, also ich will ja niemanden beleidigen, aber wenn ich mir anschaue, dass die Partei, die CDU, die maßgeblich Merkel, hast du selber gerade gesagt, den Niedergang der deutschen Industrie und Wirtschaft und Wohlstand und auch die ganze Migrationsfrage, Energie auch, aber ich will jetzt auf die Migrationsfrage, wo der Merz jetzt, der heutige CDU-Vorsitzende, plötzlich irgendwie von, ja, das kann alles nicht mehr so weitergehen und bla bla bla. Und trotzdem würden die Leute laut Umfragen, 30% der Leute würden das CDU wählen. Ich spreche doch nicht dagegen. Ich sag doch gerade, du gehst davon aus, dass noch so 30, 40, was ist deine Meinung? Wie viel Prozent? Einfach mal dahingesprochen. 50%. Wie viel? 50%, die... Okay. Die, dann würde das heißen, nach deiner Sichtweise, nach deinem Gefühl, würdest du sagen, 50% sind noch im Schlaf. Ja, würde ich schon sagen. Ja, das kann durchaus sein. Das will ich nicht absprechen. Ich sage nur, damit die Souveränität ist eben nicht da. Genau. In der breiten Bevölkerung. Ja, ist nicht da, genau. Und das heißt, das ist doch schon die ganze Zeit so. Die ganze Zeit haben wir Wahlen, hinter Wahlen, wo immer wieder die gleichen Parteien gewählt werden. Ja, klar. Da hat sich doch nichts geändert. Das, was vorher gesagt wurde, ist doch nicht eingetreten. Nie. Es sind immer viele Dinge geschehen, die einfach Schwachsinn sind. Die Fülle dieses Planeten, die wir zur Verfügung haben, ist eben immer reduziert worden im geistigen Sinne, dass wir dachten, oh shit, wir haben nicht genug. Mangel, haben wir immer wieder erwähnt, ja. Ja, das ist doch alles Lüge. Es gibt endlos. Endlos. Es ist nur ungerecht verteilt. Und wenn also jetzt diese Regierung zurücktreten würde, dann müssten wir, würde ich sagen, oder hätten wir ein besseres Bild, wenn sie es täte, wie viel Irre es noch gibt, die diesen Wahnsinn weiter mitgehen. Genau. Und also bei Neuwahlen meinst du? Genau. Ja. Immer vorausgesetzt, natürlich auch da, wie da, die Wahrheit steckt in der Wahl. Und in was den Wahlergebnissen, ja. Da wir das nicht überprüfen können, so lange bleibt auch da das Spielfeld unübersichtlich. Bisschen nebulös, ja. Du siehst also in einer, wie prekär eigentlich die Situation für Menschen ist, die wacher sind, die das ganze Spiel schon im Ansatz durchschauen, aber eben auch noch nicht die tiefen Einblicke haben, um zu sagen, da läuft es jetzt genau hin oder da läuft es jetzt genau hin. Das bleibt ein Balance-Spiel, in der jetzigen Phase abzuwarten. Aus rein spiritueller Sicht, wenn man sich da wirklich mit beschäftigt, weiß man, dass wir gar keine andere Möglichkeit haben, als dass ein Paradigmawechsel einsetzt.
und sich weiter vervollständigen wird, der eigentlich schon eingesetzt hat, mhm. aber er vervollständigt sich im Moment in der Phase, in der wir jetzt sind, immer weiter. Und in dieser Phase ist eben die Verwirrung. Die bleibt, genau, und die wird immer schlimmer. Ja, ja, sie wird immer schlimmer einerseits, vielleicht im Sinne von, dass immer mehr Irrsinn passiert. Das meine ich, ja, genau. Mhm. Aber das soll uns nicht weiter verwirren. Mhm. Wir sollen verstehen, dass dieser Irrsinn so oder so dazugehört. Wenn sich ein... Ja, ohne den geht es nicht, genau. Es geht ja gar nicht wenn ohne. Wenn sich ein Irrsinn aufgesammelt hat. Irrsinn bedeutet ja für uns, dass etwas gegen den geistige, gegen widersinnig, die geistige Vernunft einfach ist. Idiotisch. Gegen geistige Vernunft. Genau. Gegen die Vernunft gerichtet. Mhm. Wenn etwas kontinuierlich aufgebaut wird mit der Gegensätzlichkeit von Vernunft, dann muss sich dieses Etwas ja irgendwann wieder auflösen. Mhm. Und dabei erkennst du all diese Unvernunft, weil es sich vor deinen Augen dann darstellt. Und jetzt erleben wir diese vollgepackte Ballon mit Unvernunft, der aufgebaut wurde über Jahrhunderte und speziell in den letzten Jahrzehnten. Der entfaltet sich jetzt und kommt wie ein Bumerang zurück. Jetzt kriegen wir vor unsere Augen immer mehr die Unvernunft, die wir auch selbst mitgetragen haben. Ja, kriegen wir auch ins Gesicht geklatscht irgendwo, ja. Mhm. Merkst du? Mhm. Das passiert gerade. Und da darf man sich nicht verrückt machen, sondern man sollte geistig auf der Höhe bleiben, so gut man kann, sein Bewusstsein schärfen, seinen Geist schärfen und hinschauen und sich nicht irre machen. So wie ich gesagt habe, warte die nächsten 2, 3, 4 Wochen ab. Was macht dann der Mainstream? Ein Beispiel noch mit dem Abwarten ist übrigens auch mit dem argentinischen neu gewählten Präsidenten Milei, der von dem Mainstream wiederum als Rechtspopulist gebrandmarkt wird. Also wirklich, das ist wirklich eine eindeutige, also da, man weiß es ja, aber das ist wirklich nochmal eine schöne Geschichte, wie man feststellt, dass das wirklich eine Sprachregelung rausgegeben wurde und alle folgen ihr, alle Nachrichtensender, egal ob staatlich oder privat. Und ja, er wird halt gefeiert, zum Teil von mir nicht, weil er gegen die Linken ist und so weiter. Aber ganz ehrlich, da gibt es ein paar Sachen, da sage ich, naja, also da warten wir mal ab. Ja? So ähnlich wie bei der Meloni, ja? Italien, ja? Die sich auch als ganz was anderes entpuppt hatte, als es ursprünglich gefeiert wurde. Aber es ist eigentlich nur ein schönes Beispiel nochmal gewesen, weil es gibt jemanden, Horizont heißt der im Internet, der tolle Collagen aus Videos macht und der wirklich aus jeder Nachrichtensendung diese Meldung, dass der Präsident oder dass der Milei gewonnen hat, in jeder, der Rechtspopulist, der rechtspopulistische Politiker, der Rechtspopulist, der Rechtspopulist, der Rechtspopulist und jetzt auch Geert Wilders in Niederlanden gewonnen, wobei, da ist es auch schon wieder, ja, ganz kurz, ich will das gar nicht so hoch hängen, weil ich sehe das nicht so als den ganz großen Hoffnungsschimmer. Gibt es halt auch ein Foto von ihm, wie er seinen Arm hinhält zum Impfen. Von dem Wilders, ja. Also da sage ich schon mal wieder, okay, da macht einer mit. Ja. Ja, also du siehst, dieses Hin- und Herspiel, das siehst du an allen Stellen. Aber jetzt schau doch mal, was ist denn jetzt geschehen, zum Beispiel, wenn man sich anschaut, das Weltgeschehen, die letzten 10, 15 Jahre, ja, lass uns so die letzten 20 Jahre nehmen. Was ist denn da geschehen? Da hat doch immer mehr der Westen abgebaut. Ja. Die asiatischen Länder aufgebaut, inklusive Russland. Wenn ich jetzt die Situation einschätzen würde, aus der Sicht betrachtet, dann könnte ich doch sagen, Russland konnte doch nichts Besseres passieren, als ihm passiert ist. Mhm. Was ist ihm denn passiert? Er wurde doch vom Westen sanktioniert. Er hat jetzt mehr Überschuss als in den letzten Jahren zuvor. Er hat seine Rüstung qualitativ auf einem viel höheren Niveau als der Westen.
Die NATO, die kannst du völlig vergessen. Ja. Und die USA ist doch auch abgebaut worden, ja, in der Zeit. Mit schlechtem Stahl, da wo die Panzer zusammenknappen. Und all das, das ist doch nicht passiert aus Versehen. Auch die F-35, das neue Flugzeug, sagen sogar Pentagon-Angehörige, das ist ein Desaster. Ja. Aber jetzt nochmal zurück zum wesentlichen Kern. Vergiss mal die einzelnen Bauteile da drin. Das ist doch nicht aus Versehen passiert. Oder glaubst du, dass da Leute sitzen, die nicht wussten, dass das Militär praktisch destabilisiert wird? Glaubst du, dass die Menschen, die da Entscheidungen treffen, das nicht wussten? Na klar. So, und wenn die das wussten, war das dann für das Land, für die USA? Nee, darum geht es, denen, das heißt, zu schaden. Der Tiger, den ist doch schon längst der Zahn, richtig, gezogen, wenn du das Land siehst. Sehe ich auch so, ja. Mhm. Im Moment sind doch die asiatischen Länder uns im europäischen Sinne alle überlegen. Ja. Inklusive Russland, was extrem aufgebaut hat. Und wenn du einen Krieg führen willst gegen deinen Feind und die nicht von außen mit Attacken angreifst und er dir dann vielleicht eine Atombombe zurückschickt, wie machst du das dann? Du infiltrierst und so beeinflusst gerade die Jugend negativ mit Müll, TikTok. Auch das gehört, Beispiel, alles, gehört ja, alles dazu. Du infiltrierst. Merkel, wo kommt denn Merkel her? Ja, ja, das ist... Wo kommt denn die her? Die ist ja so China-Fan gewesen. Wo kommt Merkel her? Also DDR. Ja, was war denn DDR? Russland. Ja. Sowjetunion. Ja. Gab es da schon Putin? Ja. Klar, in Dresden, Kanten in Deutschland, in der DDR. Ja, ja, waren die befreundet? Ja. Mhm. Hat Merkel mit Putin Hand in Hand geschaukelt? Ja. Halt dir doch mal die Bilder vor Augen. Hat Merkel Deutschland abgebaut? Ist das im Sinne von Putin? Na klar. Ja. Wobei, vielleicht nicht im ganz langfristigen Sinn von Putin, ich unterstelle ihm sogar noch in guter Absicht, dass er vielleicht das nicht ablehnt, diesen Zusammenschluss von Deutschland und Russland. Wen hat Merkel abgebaut? Die BRD. Ja, genau. Genau. Und wer ist die BRD? Die Amerikaner. Ja, aber nicht die Deutschen. Genau. Wenn du also dieses Schild, was über Deutschland ist, vernichten willst, dann musst du das Schild vernichten, nicht Deutschland. Mhm. Du greifst es also nicht mit Raketen an und Bomben, sondern du infiltrierst es, dass das Schild abgebaut wird. Das hat auf jeden Fall eine Logik, ja. Hat auf jeden Fall eine Logik. Genau. Ich rede ja von der Logik. Was ist mit den USA? Die USA hat seit Beginn des Seins der USA Kriege geführt. Obama ist ausgezeichnet worden als Friedensnobelpreisträger und hat, weiß ich nicht, 8 oder 9 Kriege angezettelt in der Zeit. Und jede Woche irgendwelche Drohnen losgeschickt, die irgendwelche Leute töten, ja. Genau. Das ist aber das USA-Washington-DC-Konzept. Und was passiert jetzt? Jetzt wird die USA auch abgebaut die ganze Zeit. Und die USA hat die BRD kontrolliert. Also ist doch dieses Schild praktisch infiltriert worden. Verschwindet immer mehr. Aber schon seit langer Zeit. Ja. Und was machen jetzt die Protagonisten, die das tun, nicht um uns zu helfen? Davon gehe ich nicht aus. Die wissen gar nicht, was sie tun. Die Protagonisten bauen weiter ab. Weil die BRD wird es bald nicht mehr geben. Die Deutschen wird es aber weitergeben. Deutsches Land wird es weitergeben, aber nicht mehr die BRD. Die USA wird es so auch nicht mehr geben. Jedenfalls nicht unter der Kontrolle von Washington DC. Genau. Vielleicht zerfällt es auch, wer weiß. Vielleicht kannst du sagen, einzelne Staaten sind dann autark, machen ihre Regierung zusammen und sehen sich als vereintes Großreich oder was auch immer. Ist mir egal. Das müssen die jeweiligen Kulturen unter sich selber ausmachen. Weil das, was wir als USA im Moment noch wahrnehmen, ist doch ein Land von Immigranten. Die Ureinwohner machen doch nur noch eine ganz kleine Zahl aus. Die wurden doch dezimiert, extrem. Das heißt, da drüben in den USA ist doch aufgeteilt zwischen Frankreich, Spanien, England, ein bisschen Italien und die Deutschen spielen eine große Rolle. Es gibt alles unheimlich Europäer, viele genau. Deutsche, da wird nicht viel drüber gesprochen. Aber die Deutschen haben da eine Lobby.
Deutschstämmige sind auch in diesem Land extrem vertreten. Du weißt, dass eigentlich die deutsche Sprache Weltsprache ist. Ja. Das wurde bewusst verhindert, weil die deutsche Sprache eine spirituelle Sprache ist. Du brauchtest die Business-Sprache aus England. Diese berühmte eine Stimme angeblich, die es für Englisch dann war, ja? Vergiss das alles. Das alles. Die Sprache ist wichtig. Was ist Englisch im Gegensatz zu Deutsch? Ja. Die englische Sprache ist nicht begabt für das Spirituelle, die ist begabt für Business, für Materielles. Passt wunderbar in diese Zeit, in der wir waren. Mhm. Die spirituelle Sprache ist Deutsch. Das ist also alles Dinge, die man selber verfolgen kann mit logischen Schlussfolgerungen. Kommst du denn irgendwo hin und siehst auf einmal, der Film ist ja noch viel tiefer. Genau. Da ist ja in dem Film noch viel mehr drin, als ich eigentlich sehe. Da kann ich ja noch in die Ecke gucken und in die Ecke gucken. Und nicht nur platt auf eine 2D-Leinwand, sondern du siehst auf einmal 3D. Und vielleicht schaffst du 5D zu sehen. So wie du gerade gesagt hast, da ist doch eine gewisse Logik hinter, die du für dich erkennst. Die habe ich für mich auch erkannt. Also heißt das für mich, was wir da sehen, muss weder gut noch schlecht sein. Im Sinne von, dass ich sage, es sind definitiv die Bösen oder es sind definitiv die Guten. Weil beide könnten das gleiche Konzept haben. Ja, es ist Sie wollen ja beide, das fand ich ganz gut am Anfang des Gesprächs, dass du das nochmal so dargestellt hast, bei beiden ist es so, um ihre Ziele zu erreichen, müssen sie das Bestehende erstmal abbauen. Ja. Das ist für mich auch komplett logisch. Da marschieren wir noch in die gleiche Richtung, sage ich mal. Ja? Und irgendwann geht es dann auseinander. Und jetzt macht es natürlich Sinn, dass du, wenn du auf der guten Seite derjenige oder diejenigen bist, die da das Zepter in der Hand haben, dass du den anderen machen lässt. Du lässt ihn praktisch den Job, den du auch machen würdest, machen. Und an der richtigen Stelle sagst du dann so, mein Freund, Schluss. Mhm. Jetzt übernehme ich. Das wäre doch der cleverste Weg. Mhm. Musst du nicht so viel arbeiten. Lässt den anderen die Drecksarbeit machen und kurz bevor er denkt, jetzt kann er zuschnappen. Der mit ganz anderen falschen anderen Voraussetzungen weiterplant. Wo er saftigen Apfel beißen will, sagst du, Moment mal. Ja, genau. Hier ist Ende. Und das halte ich im Moment für die logischste Variante. Ja, es passiert ja auch. Es ist schon richtig, ja. Sie bauen es wirklich ab. Und mit anderen Worten kannst du sagen, greife deinen Feind nicht an, wenn er dabei ist, sich selbst zu zerstören. Störe deinen Feind, heißt glaube ich im Original. Ja. Störe niemals deinen Feind, wenn der Fehler begeht. Ja, stören und angreifen ist in dem Fall das Gleiche. Ja. Ne? So, also auch da gibt es doch wieder logische Komponenten. Ja, durchaus. Also ich kann das alles nachvollziehen. Das ist alles nachvollziehbar. Ich wollte ja nur noch ganz kurz eine Pointe irgendwo, ja, weil es wirklich witzig ist. Ist da total nebensächlich, aber ich kann mich noch erinnern, wie die Baerbock damals nach dem Krieg anfang, wo dann die ganzen Sanktionen kamen und der volle Russenhass zumindest dargestellt wurde. Das wird Russland in den Ruin treiben, ja, und ich musste daran denken, was du vorhin ganz richtig gesagt hast, Russland steht besser da denn je, ja. Und wir haben eine Haushaltssperre. Ja, und die USA auch. Ja, richtig. Ja, die sind auch, die ersticken an ihren Schulden. Ja, ja natürlich. Na, jetzt kannst du wiedersehen. Die machen aber weiter. Die machen einfach weiter. Ja. Und warum können sie weitermachen? Weil das Geld eine Illusion ist. Weil die drücken da ihr Knöpfchen, machen hier, da und dann läuft es weiter. Und solange der Dollar, wie gesagt, noch der Petrodollar ist, am Öl gebunden. Solange können sie das Spiel auch machen und ziehen die BRD mit durch. Ja, aber damit wird es ja immer weniger. Na klar, spätestens dann, wenn es die Staaten, die BRICS-Staaten gibt, die dann gar nicht mehr mit den Dollar handeln. Mhm. Und Saudi-Arabien und Länder, die eben Ölvorkommen haben, sich dem anschließen, ist das genau das Gleiche. Dann wird es immer enger. Es wird sogar noch schlimmer. Mittlerweile gibt es schon Abkommen über Nicht-Rohstoffhandel, was dann auch in den Landeswährungen, entweder in der chinesischen oder arabischen oder je nachdem, wer die Partner sind, und eben nicht mehr der Dollar, ja, genau. Auch da nicht mehr. Genau, und jetzt nochmal zu dem Punkt, dass das alles überregional geleitet ist. Wenn man zum Beispiel glaubt, dass ein Geheimdienst autark ist,
für sich alleine steht, macht das erstmal von der Logik keinen Sinn. Weil da müsste der Geheimdienst ja entscheiden, was er der Regierung oder den Regierenden mitteilt. Was er den Soldatenführer mitteilt. Da müsste der Geheimdienst ja über allem stehen. Also muss doch der Geheimdienst ein Organ sein, was von irgendeiner Leitstelle aus alle Informationen dort auch eingibt. Mhm. In diese Leitstelle. Mhm. Und die sollte ja da sein, wo Menschen mit Macht sind. Mhm. Menschen mit Macht werden doch keinen Geheimdienst zulassen, der für sich autark arbeitet. Richtig. Also ist doch klar, dass der sogenannte Deep State letztlich der Geheimdienst selber ist. Der Staat im Staat, so heißt es ja auch. Ja. Und dass ein Geheimdienst nicht das ist, was wir sehen in Form der Mitarbeiter. Das sind nur Protagonisten, die machen da ihren Job bewusst und unbewusst. Mit böser oder weniger böser Absicht. Es gibt bestimmt Geheimdienstmitarbeiter, die denken, ihr Volk schützen zu müssen und machen das. Andere sagen, ist mir scheißegal, das Volk interessiert mich nicht. Hauptsache, ich kann ja meine Dinge umsetzen, so wie ich es gerne möchte. Und. Das ist ja nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass die Geheimdienste der Welt doch untereinander, miteinander, allein schon durch das Infiltrieren von Geheimagenten, die sie in den anderen einschleusen, jeweils, auch informiert sind. Du willst doch nicht glauben, dass auf der Welt was geschieht, ohne dass der Geheimdienst oder die Geheimdienste der Welt das wissen. Ganz genau. Wirklich nichts bleibt und da. Und das, was in Israel passiert ist, genau. Ist doch der größte Hoax überhaupt, das, was man uns erzählt, wie es passiert ist. Das wussten die Russen schon 48 Stunden, bevor überhaupt was passiert ist. Und die Japaner und die Chinesen wussten das auch. Alle. Und die USA-Geheimdienste wussten das auch. Und der MI6 England wusste das auch. Und der deutsche BND? BND wusste das auch. Aber die Israelis wussten das anscheinend nicht. Ich gebe dir so recht. Das ist letztlich ist so ein lächerliches Spiel, weil wir, nicht wir, aber die Steuergelder da reinfließen in die Geheimdienste und in Geheimhaltung und es bleibt nichts geheim. Alle wissen alles. Ja? Genau. Du meinst, nur noch mal für die Zuschauer, du meinst nicht, dass es lächerlich ist, was da in Gaza passiert. Das wissen nein, wir nicht. Nein, ich meine diese ganze Geheimdienst-Legenden, genau. Die hier gestrickt werden. Ja. Die Dinge, die ringsherum noch passieren an Boshaftigkeiten, die will ich ja nicht verleugnen. Aber der entscheidende Punkt ist, dass man erstmal verstanden hat, dass man nicht immer glaubt, ja, na, das konnten die nicht wissen und die waren nicht informiert und der Geheimdienst hier und der da, das ist alles eine Muschpoke. Die kennen sich alle. So wie unser Bundeskanzler hier mit dem Verfassungsgericht genau. Zusammen ein Pecheln geht und ja, sich totlachen über den ganzen Kram. Das passiert ja heute auch im kleineren Rahmen, dass der Anwalt oder der Staatsanwalt mit dem Richter essen geht und hin und im her. Im kleineren ja. Rahmen ist das genauso, ja. Na klar. Und du siehst, weil du gerade den kleineren Rahmen nimmst, da wird doch auch viel Unfug und Boshaftigkeit gemacht. Die Menschen sind doch aus dem großen Teil auch bestechlich. Ja, ja, klar. Ist nur die Frage der Summe oder des Preises, den man ihnen anbietet. Und dann fangen die auf einmal an, da Urteile zu sprechen oder Dinge nicht mehr zu machen. Denn diese ganzen Cum-Ex-Geschichten und andere Steuerhinterziehungsgeschichten, die es in der Welt schon offiziell berichtet wurde im Fernsehen, ja, da haben sogar Mitarbeiter das im Fernsehen gesagt, die haben gesagt, ja, wir waren schon so dicht dran, dann hat uns die oberste Leitstelle gesagt, aufhören. Einfach Stecker ziehen. Wenn es um Dinge geht, die systemrelevant sind, dann sagt das System, aufpassen da unten, sagt denen Bescheid, Stecker ziehen. Ganz genau. Also nur noch mal ganz kurz für euch lieben Zuschauer auch, was ich jetzt darunter verstehe, wie es der Mike formuliert hat mit Stecker ziehen. Es ist nämlich so, es wurde sogar offiziell vermeldet, dass die Ermittlungen weitgehend eingestellt wurden aus Rücksicht auf das Amt des Bundeskanzlers. Also einfach mal so. Was ja eigentlich auch über dem Gesetz dann steht, und dass der Staatsanwalt, der leitende Oberstaatsanwalt, der diese Cum-Ex-Ermittlungen geleitet hat, vor 4 Monaten abgezogen wurde davon und jetzt tot ist, mit Ende 50.
So, warum auch immer. Siehst du, ich meinte nicht nur das Comex-Ding, ich meinte es grundsätzlich. Ja, aber als Beispiel Stecker ziehen ist wirklich wunderschön darstellbar hier in dem Fall. Es passiert aber nichts. Du hast aber gerade eine andere schöne Sache gesagt, dass das Amt es erfordert, dass man da nicht weitergeht. Das ist auch eine völlige Deklassifizierung dessen, was eigentlich das Amt aussagt. Ein Amt ist erstmal nicht personifiziert, sondern es ist eine Funktionsstelle, wo der Mensch sich integriert und dieses Amt füllen muss. Und ausübt. Aber nicht mit seiner persönlichen Inkompetenz, sondern mit den Vorgaben, die dieses Amt erfordert. Und wenn er diesen Vorgaben, die dieses Amt erfordert, nicht gerecht wird, dann ist er straffällig, dann ist er auch verwundbar. Und dann muss man ihn absetzen oder ins Gefängnis bringen, egal um wen es dabei geht. Wenn er das Amt nicht füllt. Und das passiert genau nicht. Wenn er es mit seinen persönlichen Kriminalitäten füllt, dann ist es nicht mehr das Amt. Genau, weil es ist nicht der Job des Bundeskanzlers, solche Geschichten zu machen. Ja, ja, nicht nur der, egal wo. Darum sind die alle angreifbar. Diese sogenannte Immunität fasst nicht mehr, wenn du nicht das Amt damit füllst, was das Amt ist. Wenn du es mit deinen Persönlichkeiten missbrauchst füllst, eigentlich, dann ist es nicht mehr das Amt, dann geht es um dich als Person. Kann man so sehen, also würde ich auch so sehen, ja. Ja, also für mich, ich kann nur für mich sprechen, gibt es diesen Begriff, kann man so sehen, überhaupt nicht, sondern für mich ist es völlig logisch. Weil ein Amt ist kein Mensch. Ein Amt ist unantastbar. Warum? Weil es kein Mensch ist. Der Amtsträger, da ist schon der Begriff drin, der trägt dieses Amt. Das ist so, als würdest du ein etwas tragen, was immer es ist, ein Stein. Und dann sagst du auf einmal, der Mensch ist der Stein, der den Stein trägt. Nee, du trägst diesen Stein. Der Stein bleibt immer der Stein, du bleibst der Mensch. Und wenn du ein Amt trägst, dann musst du dieses Amt in dem Sinne füllen mit dem, was das Amt von dir erfordert. Und da gibt es Richtlinien. Und wenn du diesen nicht folgst, dann hast du das Amt nicht gefüllt. Und dann bist du in dem Moment auch kein Amtsträger mehr. Das ist ja das Perfide dabei. Das hat man uns ja die ganze Zeit immer völlig falsch verkauft. Was nutzt dir die beste Gesetzgebung, wenn du sie ständig beugen kannst? Was nutzt dir eine Verfassung, wenn du eine hast, die noch so gut gemacht ist? Ja, wenn sie keine kontrolliert, die Einhaltung. Ja, wenn die Verfassung ständig übergangen wird. Weil auch der Anfang unseres Gespräches, dass ein Verfassungsrichter jetzt anscheinend endlich mal Recht gesprochen hat. Wo waren denn die Verfassungsrichter in der Corona-Krise, wo ständig das Recht gebeugt wurde? Euro-Krise, Geldrettung, Bankenrettung, was weiß ich. Ja, ja, die Corona-Krise spreche ich darum an, weil sie direkt Leben, Menschenleben gefordert hat. Wo war denn da das Verfassungsgericht? Die Essen mit Merkel. Die sitzen alle da, trinken Champagner und lassen sich es gut gehen und lachen sich tot über uns, die wir das nicht durchschauen. Wie gesagt, der wirklich Dumme ist nicht der, der regiert, der führt, sondern der, der sich regieren oder führen lässt von denen. Von denen, genau. Letzten Endes musste aber auch sagen, eigentlich nicht von denen ist eigentlich ein Schwachsinn von mir. Für mich ist es, meine Vorstellung ist, dass ich von niemandem regiert oder geführt werden will. Ja, natürlich. Aber es geht ja auch. Also auch von Leuten mit guten Absichten, nicht letztendlich. Aber es geht ja um den Punkt des von sich selber immer wegreden. Das soll das alles sagen. Wenn ich dir sage, der regiert, ist der wirklich Dumme. Dann reden wir jetzt von dumm oder nicht dumm, intelligent oder nicht intelligent, schlau oder nicht schlau. Und ich sage nicht, der regiert, ist der wirklich Dumme, sondern der sich von ihm regieren lässt. Wenn du dich von einem Dummen führen lässt, das ist ja für Regieren, ja, dann musst du dich fragen, ist er schlau? Dann brauchst du dich nicht wundern. Na, das meine ich doch. So wie Jesus sagt, wenn du dich von einem Blinden führen lässt, darfst du dich nicht wundern, dass du abstürzt.
Ich denke mal, das ist ein Schlusswort. Ja, zum Beispiel. Ich will nur noch sagen, wenn du jetzt dumm nimmst, ist das ja nur eine Redewendung. Du kannst auch genauso sagen, wenn du dich von Menschen führen lässt, die dir nichts Gutes wollen. Ja. Dann bist du selber schuld, mhm, wenn du es nicht erkennst. Mhm. Weil es zulässt, ja. Ja, und ich sage, bei aller perfiden Machenschaften, die dieses korrupte System hat, sind trotzdem immer wieder ganz klare Offensichtlichkeiten zutage getreten, ja, wo die Menschen einfach gesagt haben, das schlucke ich runter. Ja. Das wische ich weg. Genau. So wie wir oft schon über die Satire-Sendung gesprochen haben. Die hat man erlaubt, um einen gewissen Kreis von Menschen Dampf ablassen zu können. Und wenn sie den Dampf ablassen, dann haben sie erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Sie lachen praktisch darüber, wie sie selbst verarscht werden. Mhm. Mhm. Und gehen dann nach Hause am nächsten Tag wieder in ihren ja, Hamsterrad. Das ist so, als wenn du freiwillig in einen Raum gehst, wo du sagst, bitte hau mir mal links und rechts richtig eine rein. Ja. Und dann gehst du freudestrahlend nach Hause und sagst, war ein toller Abend. Nächste Woche bin ich wieder hier. Ja, es ist wirklich so. Also Mike meint die vermeintlichen Satire-Sendungen und Kabarett-Sendungen im Fernsehen und sonstigen Programmen, ja, Bühnenprogrammen, wo du wirklich das Bürgertum, ja, sich kritisch fühlt, weil sie über solche Sachen jetzt lachen können, aber am nächsten Tag genau das wieder machen, ja, worüber sie am Vorabend gelacht haben. Ja. Ist auch ein schönes Bild. Ja, ist wirklich ein schönes Bild, ja. Wunderbar, Mike, bis nächste Woche würde ich sagen. Vielen Dank für heute. Ja, gerne. Ich freue mich schon drauf, Thomas, ich danke dir. Ich möchte es aber nicht vermissen, am Schluss nochmal zu sagen, dass ich bei all dem, was wir hier sagen, nichts anderes denke als bisher die ganze Zeit vorher. Wir gehen hier durch und wir werden in eine bessere Welt kommen durch uns selbst. Und ich bin sehr positiv gestimmt. Und ich merke, dass immer mehr Menschen an Souveränität zunehmen. Mhm. Und das ist der Schlüssel. Und damit werden wir auch weiterhin uns positiv in diese Welt begeben, auch in unseren Salongesprächen. Danke dir. Und liebe Zuschauer, dem kann ich mich wirklich jetzt von meinem inneren Gefühl, das hat sogar noch weiter zugenommen, ja, und nicht abgenommen oder verschlechtert, sondern verbessert und noch weiter. War vorher schon nicht schlecht, aber es wird immer besser, das Gefühl. Dem kann ich mich nur anschließen. Und vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen, ihr lieben Zuschauer. Grüße und bis zum nächsten Mal. Thomas, in dem Sinne, freue mich aufs nächste Mal. Alles Gute und alles Gute für die Zuschauer. Ciao.